Willkommen zurück bei Zocker TV, deinem YouTube-Channel in Sachen Gameplays von der PlayStation. In meinem letzten Video habe ich ja zu einer kleinen Aktion aufgerufen. Für alle, die das letzte Video nicht gesehen haben, es ist noch in meinem Kanal, ihr könnt es euch angucken. Ich hatte euch die Möglichkeit gegeben, Karte, Waffe und Spielmodi auszuwählen. Dem komme ich jetzt nach. Also gewünscht wurde sich Hardcore-Herrschaft auf Nuketown mit dem Einsatzschild und der Kampfaxt. Zunächst möchte ich sagen, ich bin ein vollkommener Noob mit dem Einsatzschild in Black Ops 2. Denn ich habe noch nicht eine Runde damit gespielt. Fürs Video habe ich mich intensiv damit beschäftigt. So intensiv, dass ich es mittlerweile sogar auf Gold gespielt habe. Es war keine Absicht, aber es hat sich angeboten. Denn ich habe einige Spiele spielen müssen, um ein halbwegs vorzeigbares Gameplay zu erspielen. Die Runde ist dennoch mies. Aber besser als alle Runden davor, das könnt ihr mir glauben. Gut, kommen wir mal zu meiner Klasse. Da hätten wir natürlich das Einsatzschild. Und als Sekundärwaffe habe ich die B23R mit Doppelmagazin eingepackt. Zu meinen Extras. Als Extra 1 habe ich die kugelsichere Weste gewählt, zum Schutz gegen sämtliche Taktikausrüstungen. Danach habe ich dann die Wildcard Extra Gear 2 eingepackt. Somit kannst du zwei Extras aus der Klasse 2 wählen. Da habe ich gewählt flinke Hände zum schnelleren Waffenwechsel und Plünderer für die Neuausrüstung. Und zu guter Letzt als Extra 3 Gewandtheit, um schneller die Waffe ziehen zu können als euer Gegner. So, als Primärgranate hatte ich selbstverständlich die Kampfaxt dabei, wie gewünscht. Und als Taktikgranate die normale Handgranate, mit der ihr euren Gegner flashen, also verlangsamen könnt. So, die Punkteserien habe ich dank meines geschickten Umgangs mit dem Schild ausnahmsweise mal nicht zu hoch angesetzt. Demnach hatte ich die Drohne, die Fernlenkladung und die Hunter-Killer-Drohne dabei. Gut, soviel zu meiner Klasse. Ich habe natürlich nicht nur mit dem Schild gespielt, wie ihr sehen könnt. Denn ansonsten wäre diese Runde auch ganz anders ausgegangen. Ich meine, ohne eine Sekundärwaffe und Extras würde man einfach nur als wandelnde Zielscheibe über die Map laufen. Für alle, die das Schild auf Gold gespielt und die letzten zwei Aufgaben gemeistert haben, die wissen, wovon ich rede. Okay. Gehen wir einmal einen Moment näher auf das Schild ein. Ich gebe ja zu, es hat Spaß gemacht, das Schild zu spielen. Vor allem dabei zuzusehen, wie die Gegner rumhampeln, um dich irgendwie klein zu kriegen. Dennoch muss ich ganz klar sagen, finde ich, dass man nicht wirklich geschützt ist. Werfen wir mal einen Blick in die Call of Duty Vergangenheit. Da hätten wir unter anderem Modern Warfare 2, der erste Teil, den ich gespielt habe. Ich habe dort so gern mit dem Schild gespielt. Es war einfach geil. Du konntest deine Gegner richtig schön ärgern mit dem Schild. Es war einfach lustig. Gut, bei Modern Warfare 3 fand ich dann, hat das Schild schon echt nachgelassen. Also, mir gefiel es da schon irgendwie nicht mehr. Es, weiß nicht, die Luft war raus. Also, es war einfach Schrott. Aber bei Black Ops 2, also, ich finde, da läuft man nicht mit einem Schild vor der Nase rum, sondern vielmehr mit einem Sieb. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und nein, da ist nichts gefaked oder sonst was. Es ist wirklich so im Gameplay passiert. Und ich werde es euch auch aus meiner Perspektive und auch aus der Perspektive des Gegners zeigen. Denn es ist wirklich unglaublich. Glaubt's mir. Und so ging es mir in den letzten Runden, die ich gespielt habe, dauernd. Also du läufst, der Gegner schießt auf dich drauf. Okay, ich verstehe ja, wenn der Gegner vor dir steht, springt hoch und versucht irgendwie über dem Schild dich zu treffen oder versucht an ihr vorbeizurennen oder dich zu flashen oder keine Ahnung. Aber das, was ihr gleich sehen werdet, das schlägt dem Fass echt den Boden aus. Also das macht mich schon sprachlos. Ihr merkt's, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Passt auf, ihr seht's jetzt. Ich werfe die Flashgranate da rein, laufe rein, halte das Schild vor mich und bam. Er ballert mich einfach weg. What the fuck? Was zum Geier war das? Passt auf, ich zeig's euch nochmal. Ich werfe die Stun-Granate, laufe rein, hab das Schild vor mir und er ballert mich einfach weg. Also, ich weiß nicht, wofür habe ich denn das Schild dabei? Also, hier habt ihr mal die Sicht aus dem Gegner. Da könnt ihr mal sehen. Bam. Er schießt auf das Schild, ich fall um wie ein Sack Kartoffeln.
Also, ehrlich, ganz klar, wozu habe ich denn dieses rechteckige Teil vor der Fresse? Also, naja, kann man nichts machen. Was bringt es schon, sich jetzt darüber aufzuregen? Puls wieder runterfahren, ne? Blutdruck wieder senken, gut, alles klar. Aber das hat mir gezeigt, dass ich bei Call of Duty Ghosts das Schild, wenn es denn eins gibt, ich weiß es nicht, ausprobieren werde. Und wenn es sich dort genauso spielen lässt wie in Black Ops 2, dann verpiss dich. Dann echt ohne Scheiß, dann spiele ich dieses Drecksding nicht mehr. Dann konzentriere ich mich lieber auf die ganzen neuen Waffen, die es geben wird. Und davon gibt es einige. So, wie sieht es eigentlich aus? Wer von euch holt sich denn Call of Duty Ghost? Und wenn ja, für PS3 oder PS4? Oder vielleicht beides? Schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal auf dem Schlachtfeld. Bei einer Runde Cranked oder so, ne? Geiler neuer Spielmodi, müsst ihr euch angucken. Gut, also ich habe es mir für die PS4 bestellt. Aber mal sehen, meistens bin ich ja doch neugierig. Und es könnte sein, dass ich mir vielleicht eventuell doch schon mal vorher zulege für die PS3. Gut, kommen wir mal zu einem Punkt, der mir sehr wichtig ist. Ich möchte euch darum bitten, wenn ihr diesen Kanal mögt und gern besucht und weiterhin gern Gameplays und Commentaries sehen wollt, dann bitte teilt diesen Kanal hier. Beziehungsweise erzählt euren Freunden davon oder schreibt darüber, ganz egal. Nur, ich möchte halt sehen, dass sich hier irgendwas tut. Nicht, weil ich klickgeil bin, ganz im Gegenteil, sondern nur, damit ich sehe, dass das, was ich hier tue, nicht umsonst ist. Ich investiere ja auch meine Zeit hier rein, damit ihr was zu sehen bekommt und auch einen Anlaufpunkt für Fragen und sonstiges habt. Und es gibt vor meinen Videos ja auch keine vorgeschaltete Werbung, woran ihr sehen könnt, dass ich damit auch keine Kohle verdiene. Ich mache das wirklich nur für euch und natürlich auch für mich. Denn es macht mir Spaß und natürlich macht es mir noch mehr Spaß, wenn man das Ganze mit Gleichgesinnten teilen und darüber sprechen oder schreiben kann. Okay, dann mal für alle, die mal mit mir zocken möchten. Schreibt mir einen Kommentar oder wenn ihr mir direkt im PlayStation Network schreibt, seid bitte so nett und schreibt ihr den Betreff der Nachricht ZockerTV, damit ich euch zuordnen kann. Denn schließlich bekomme ich schon genug Freundschaftsanfragen von seltsamen Leuten, die ich gar nicht kenne. Das ist auch noch so eine Sache. Kennt ihr das? Ihr zockt und auf einmal bekommt ihr eine Spiel- oder eine Freundschaftseinladung von irgendjemandem, den ihr überhaupt noch nicht kennt. Also bei mir ist das ständig der Fall. Und sowas klicke ich natürlich gezielt weg. Denn wenn ich alles annehmen würde, was mir da geschickt wird, oh mein Gott, dann wäre mein Postfach schon mehr als voll. Verdammt, daher wird es überlaufen. Naja. Gut. Damit bin ich dann auch am Ende angelangt. Mehr von mir gibt es dann im nächsten Video. Mal sehen, was ich bis dahin wieder Schönes erspielt habe, welchen Spielmodus ich spiele, welche Waffe ich spiele. Ich werde mir was überlegen. Vielleicht zocke ich auch mal wieder eine Runde. Mal schauen. Irgendwie. Ja, mal wieder für mich zur Entspannung, weil dieses Einsatzschild hat mich jetzt genug aufgeregt. Gut. Ich bedanke mich bei allen, die zugesehen haben, zugehört haben. Vergesst den Kommentar und vielleicht das Abo nicht, denn als Abonnent entgeht euch kein Video mehr und ihr braucht nicht mehr zu suchen. Ihr könnt einfach in eurem Abo durchklicken und direkt auf SoccerTV kommen. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video auf ZockerTV. Drohne nähert sich. Ich will diesen Hundesohn nicht mehr sehen. B wird gesichert. Bravo wird gesichert. Bravo gesichert. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Killerdrohne eingesetzt.
Mission ist fast erfüllt. Nicht aufgeben. Verbündete Vorräte unterwegs. Feindliche Vorräte unterwegs. Verbündete MQ-27 Dragonfire eingesetzt. Wir verlieren A. Das wird knapp. Kämpft entschlossener. Achtung! Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Achtung! Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Gut gemacht, Seals. Bereithalten für weitere Befehle.